Wer diese Augen sieht, weiß, um wen es geht. Um den legendären Michael Jackson. In der National Portrait Gallery in London ist noch bis Ende Oktober der King of Pop zu sehen. In gänzlich unterschiedlichen Darstellungen und Porträts. Als Print aus der Factory von Andy Warhol oder auch als Reiterbild wie König Philipp II. Von der Hand des US-Künstlers Kehinde Wiley. Jacksons Fans finden's königlich. Oh ja, ich mag es wirklich. Es ist ganz richtig, denke ich, ihm so die Ehre zu erweisen. Es ist wunderschön, ja. It's beautiful, yes. Sort of. Meiner Meinung nach zeigt die Ausstellung, dass Michael Jackson sich immer weiter entwickelt und verändert hat. Und so sehen die Menschen ihn in unterschiedlichen Arten und Weisen, wie das ja bei anderen Leuten auch der Fall ist. Künstler, um einen Beitrag zu dieser Ausstellung zu bitten, zeigt diese Entwicklung, aber auch, wie viel er den Menschen bedeutet hat, eben in unterschiedlichen Formen. Der Sänger von Thriller und vieler, vieler anderer Songs war im Jahr 2009 im Alter von 50 Jahren an einer Überdosis rezeptpflichtiger Medikamente gestorben. Wer die Ausstellung Michael Jackson on the Wall besuchen will, muss nicht unbedingt nach London reisen. Denn nach dem 28. Oktober kommt der King of Pop auch nach Frankreich, Deutschland und nach Finnland.